porte bras, relevé demi-pointe, dégagé à la seconde et fermé. Es ist dumm, wenn man ohne Führerschein durch die Landschaft donnert. Bodenlos leichtsinnig ist es, wenn sich dabei auch noch die eigene Schwester auf der Ladefläche des Lieferwagens festklammert und protestiert. Am allerschlimmsten ist es aber, wenn es dann zu einem schweren Unfall kommt. All dies ist vor einigen Monaten in der Familie Pelzer geschehen. Anna war bis zu jenem Tage der Star, oder besser das Sternchen, einer Kinderballettkompanie. Aus, vorbei. Für Annas Vater bricht eine Welt zusammen. Nicht nur, dass er seinen Sohn mit Missachtung straft, er beginnt Philipp zu hassen, zumal Anna sich allen Therapieversuchen der Ärzte widersetzt. Anna hat sich selbst aufgegeben. Doch dann rollt Rainer in Annas Leben. Es gelingt ihm, ihr mit ziemlich rüden Mitteln klarzumachen, dass jeder Tag ein neues Stückchen vom Leben ist und es nur besser werden kann. Gut. Los, komm schon. Beweg die Beine. Mach ich doch. Tauch doch unter, dann siehst du es. Deine Kamera nervt. Warum hast du das blöde Ding überhaupt? Weißt du, Anna, wenn man sich mit seinen Beinen nicht bewegen kann, dann kommen alle möglichen Leute und bringen ein Geschenke für die Arme. Eins, zwei, eins, zwei. Rainers Frühgymnastik. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, eins, zwei. Hallo Josef! Hallo Philipp! Kann ich was helfen? Komm rauf, wenn du schwindelfrei bist! Doch überlebt. Danke. Wie geht's, Anna? Der Vater redet kaum ein Wort über euch. Viel besser. Sie will jetzt wieder gesund werden. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Dann nimm den Pinsel und mach ein bisschen sauber. So? Mhm. So, Herr Beirater, das hätten wir. Ah. Was soll das denn? Tag, Papa. Ihr Sohn macht es gut, Chef. Papa, Anna vermisst dich. Wieso arbeitest du deine Strafe nicht ab? Von Freitagnachmittag bis Samstagabend bin ich auf der Strafarbeit, aber jetzt bin ich hier. Was willst du hier? Zu dir. Ach, nee. Ich gehe mal eben zum Wagen runter. Ist in Ordnung, Herr Beirater. Papa. Anna will jetzt wieder gesund werden, das hat sie mir gesagt. Und sie hat einen Freund dort, der ihr sehr hilft. Wer ist das? Rainer, der Videofritze im Rollstuhl. Ach so, der. Nun, was weiter? Aber wie du zu uns bist, das schlaucht sie sehr. Wie? Was? Naja, deine Zicken, Mutti und mir gegenüber. Und dass da nicht mehr so viel läuft und so und... Na, endlich. Entschuldigung. Wer erzählt denn überhaupt so etwas? Wenn Mutti von dir spricht, ist sie wirklich keine gute Schauspielerin. Und Anna ist doch auch nicht blöd, oder? Und jetzt? Willst du weiter blöd rumstehen oder mir helfen? Helfen. Aber nur, wenn du jetzt gleich zu Hause anrufst und ganz lieb ins Telefon sagst, Ute, jetzt habe ich dem Philipp endlich eine gewischt. Was kommt heute Abend auf den Tisch? Hat Anna Pelzer dich zu mir geschickt?
Selber kann sie doch nicht kommen, Papa. Noch nicht. Ich habe für Anna und für uns Ballettkarten besorgt. Schwanensee. Das ist eine tolle Idee, Ute. Das finde ich auch. Für Rainer auch? Für Rainer Anna, Philipp, guck mal, hier, zur Feier des Tages. Ganz viel Champagner und ganz viel Orangen. Danke, Herr Pilz. Oh, du Korn, komm mit. Danke. Oh, jetzt hier, ich trink schnell, es fängt hier, gleich Leute, an. Gib mir auch ein Schlückchen. Hey, komm doch. Ja, der ist so deutsch, hat etwas mit dir. Immer, sie sind was Besonderes. Ja. Ach, bitte Sie. Ich mach schon Platz. Ja, bitteschön. Bitte. Du bist denen genau auf den Kopf gefallen. Ich weiß. Komm, lass uns ab. Ach. Rainer, spinnst du? Bleib hier. Entschuldigung, die Tüte, die habe ich aus dem Kopf. Nein, das darf nicht wahr sein. Sie haben... Sehr nett. Das ist peinlich. Gute, kommst du? Anna, weißt du, was ich will?
dass du Tänzerin wirst. Eine prima, prima Ballerina. Tu mal mit deinen blöden Witzen. Das ist kein Witz. Im Ernst. Hör doch mal. Das ist der fröhliche Klang meiner Beinschienen. Kannst du doch mehr als ich. Ist doch schon der Anfang, oder? Ja, freilich, geh hinter, geh doch immer hinten rein. Was heißt? Was heißt jetzt? Komm, hast du schon aufgemacht. Also, ja, damit, komm, ich sitze ja schon drin. Schau. Komm, du weißt auch nicht, was du willst. Heiliges Blech. Das ist ja freilich. Hast du dir wehgetan? Schön wär's. Mehr da. Du wirst noch auf den Fall. Und du redest mir so einen Käse ein. Tänzerin, ja. Bist du Philipp jetzt böse? Was heißt da böse? Der Typ, der mich umgenietet hat auf der Skipiste, ist weitergefahren. Einfach so. Scheint gar nichts gemerkt zu haben. Aber du siehst, das ändert auch nichts. Hallo! Hallo, Brüderchen! Bist du taub? Hast du Tomaten auf den Ohren? Hey! Na endlich! Wo kommt ihr denn her? Zweimal in der Woche lässt man uns von der Kette. Aber Mutti hätte euch doch abholen können. Oder meine Mutter. Aber die muss arbeiten. Wir kommen schon allein zurecht, hä? Mhm. Glaub ich nicht! Halt bloß nicht in deinem Ausguck runter. Dabei kann man sich bös verletzen. Also wirklich, seit Kaiser Nero hast du absolut den schwärzesten Humor. Ist mir doch wurscht. Witze kannst du mit mir machen, Rainer, aber nicht mit meinem schwer arbeitenden Bruder. Er ist doch groß und stark. Darf ich ein halbes Stündchen? Hm? Ja, aber nicht länger. Hm? Und? Ich komme! Action. Juhu! Juhu! Abwärts! Wir putzen hier den ganzen Tag, bis wir wieder unsere dicht, Fenster waren. Na, Anna, soll ich dir helfen? Ich kann's alleine, ja? So. Ich hab schon fast die 2700 Mark zusammengekriegt, die Mutti mir gepumpt hat. Für Anwaltskosten und so. Ein idiotischer Job. Aber man bekommt saubere Finger davon. Hey, guck mal da. Mensch. Der Kleine, der ist ja witzig. Schau mal. Was steht denn da drauf? Prometheus. Prometheus. Er brachte Prometheus. Das Feuer, er brachte das Licht. Jetzt als Ballett. Versäumen Sie sich. Ich finde, wir sollten mal wieder in einen Ballettabend gehen. Aber ohne Muttis und Vatis Hilfe. Prometheus, Prometheus. War das nicht der Typ mit dem goldenen Vlies? Ach Schmarrn, das war doch der Theseus. Kaiserschmarrn, das war Jason. Das war der mit dem Feuer. Richtig. Er brachte das Feuer, er brachte das jetzt Licht. Fällt es mir jetzt wie Schuppen von den Haaren. Versäumen Sie es nicht. Ein Zeus, Prometheus. Oh, meine Leute. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zu einer Vorverkaufskasse, stelle mich in die Schlange,
zeige meinen Schülerausweis. Und dann sind wir jeder um die Hälfte dabei. Ach, meine Jacke bringt ihr dann mit, ja? Ich koste nur ein Viertel, weil ich bin eh nur eine halbe Portion. Anna! Kann ich da wieder zahlen, oder was? So war's gedacht, ja. Snagge dich. Alfred, bleib doch da. Ist du noch gar nicht ganz aus? Eben, zu lang ist es auch. Du wolltest doch irgendwas Avantgardistisches. Ich? Nein, du. Ich finde den Hauptdarsteller sehr ausdrucksstark. Ja. Und eine gute Figur hat er. Das kann auch der Hausschlüssel sein. Nein, ich gehe. Da ist halt der komplette Ring in Bayreuth gemütlich. Es braucht bloß noch Regen. Das ist denn noch gerade noch Zauberwasser. Wenigstens hast du einen Parkplatz gekriegt. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das auch noch. Jetzt bin ich in den Kaugummi reingedampft.
Ich hole schon mal ein Taxi, ja? Geht's? Anna, du musst es schaffen. Einer von uns muss was schaffen. Was schaffen? Na, tanzen. Du musst auch wieder tanzen. Ballerina-mäßig. Rainer, ich will raus aus dem Sanatorium. Ja, aber... Aber es ist doch nur noch für kurze Zeit. Ich begreife nicht... Spätestens zwei Monaten bin ich da draußen. Ich habe diese Prothesen sowas von dick. In dieser Knochenmühle wird das nie was. Schau dir die doch alle an. Dann weißt du, was ich meine. Ja, wiedersehen. So, die brauche ich ja jetzt wohl nicht mehr. Servus, Anna. Tschüss. Und alles gut. Danke. Ach, Frau Doktor. Sie können wirklich völlig beruhigt sein. Die Anna kann sich jetzt selber besser helfen als wir. Und der Rainer hat so einen guten Einfluss auf Sie. Ja, das ist so wenig Gepäck. Vielen Dank. Rainer, bitte schön. Also, abgemacht. Zweimal in der Woche an der Bushaltestelle, ja? Mhm. Anschnallen. Anna, Anna. Endlich wieder zu Hause und im eigenen Bett. Jetzt ruhst du dich erstmal richtig aus. Aber ich will auch wieder richtig in die Schule gehen. Ja, ich fürchte nur, du musst eine Ehrenrunde drehen. Och. Ja, du hast viel versäumt. Ja, Anna Pelzer. Gute Nacht. Nacht. Ehrenrunde. Prinzessin. Hallo. Ups, oh lala, hast du es aber eilig, zum Rainer zu kommen. Soll ich mitkommen? Blödsinn, 15. Der spinnt doch total. Ich und Tänzerin. 16. Wenn der was von dir will, dann quatscht er so lange auf dich ein, bis du es selber auch willst. Oder doch wissen müsstest, dass es nicht geht. Das ist wirklich hirnrissig, 17. Na, das hast du ja auch gemerkt. Lieber im Hirnriss als im Leben keinen Schmiss, ne? Eben, dann gehe ich ja auch alleine hin.
Rainer. Hallo. Ich gehe doch zur Bühne. Sag ich doch. Aber nicht ballerinamäßig. Es geht wirklich nicht. Ich werde Schauspielerin. Oh. Vielleicht gibt es ja auch Rollen für Schauspieler mit Hinkebein. Du und Schauspielerin. Du kannst ja noch nicht mal anständigen Witz erzählen. Wieso? Pass auf, was ist zum Beispiel das? Weiß ich nicht. Rainer bergab. Also weißt du, du hast eine Art drauf. Ich hab da echt manchmal ein schlechtes Gewissen. Siehst du? Du kannst dir noch nicht mal einen Witz anhören. Meine Mutter hat eine super Schule für mich gefunden. Wollte ich früher schon immer hin, aber da hat's nie geklappt. Du, pass auf, wer da hinten zuerst beim Baum ist, okay? Rainer! Rainer! Gewonnen! Stronzo! Na ja, entschuldige. Was meinst du? Welche Rolle würde zu dir passen? Der Glöckner von Notre Dame. Esmeralda, Wasser! Oh, sehr nett, wirklich. Was meinst du zu Ophelia? War das deine Mutter? Oh Mann, also... Deine Tasche. Ja, ich sehe meine Tasche. Na ja, nimm sie mit. Was meinst du, was ich mache? Ja. Da fällt mir ein, wir haben den Baum noch gar nicht erreicht. Ha? Ich zeig dir gleich mal einen Baum. Ja. Oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört. Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge, des Kriegers Arm, des Staates Blum und Hoffnung, der Sitte Spiegel und der Bildung Muster, das Merkziel der Betrachter ganz, ganz hin. Oh. 33. Und ich, der Frauen Elendste und Ärmste. Die seiner Schwüre Honigsog, 34. Honigsog. Ich sehe die edle, hochgebietende 35 Vernunft, misstönend wie verstimmte Glockenlohn. 36. Dies hohe Bild, Züge blühender Jugend. Boah. Na, wie gefällt euch das? Hm? Die Schule ist natürlich total überfüllt, aber ich habe trotzdem einen Termin gekriegt, am Donnerstag. Beziehungen. Die Tochter von Denkmalspfleger ist nämlich auch da. Wie geht's deinen Beinen, Spatz? Welchem? Manchmal machen die mit mir, was sie wollen. Irgendwie versteht sich das eine mit dem anderen nicht. Mal zittert das linke, mal das rechte. Meine Po-Muskeln verdienen ihren Namen ja überhaupt nicht. Mein Po schon gar nicht. Anna, ich kann's nicht leiden, wenn du so redest. Das hab ich von Rainer. Dies hohe Bild, die Züge blühender Jugend. Wie geht's ihm denn? Gut. Durch Schwärmerei zerrüttet. Weh mir wehe. Eigentlich tut er ja bloß so. Dass ich sah und sehe, was ich sehe. Ich sehe, was ich sehe. Es war eine Maxime unseres Stifters, Clifford D. Howard, dass man auch ein Zeugnis zwischen den Zeilen lesen können muss. Ja, das sage ich meinem Mann auch immer. Bitte. Mhm. Oh. Ja. Wissen Sie, Frau Pelzer, bei uns zählt zunächst einmal nur der Mensch. Und diese 5 in Englisch vom Helmholtz-Gymnasium, die werden wir später knacken. Aber erst einmal müssen wir die Heranreifende packen, die sie sich eingehandelt hat. Vielleicht hat dich auch die englische Sprache nicht genügend durchdrungen. Vielleicht hast du sie nicht wirklich erlebt. Ja. Obwohl sie immerhin schon 3-mal in London war. Ja, ja, mein Papa auf den Flohmärkten, Portobello Road. Aber Italienisch spricht Anna fast fließend. Aha.
Italienisch. Die Sprache der Renaissance. Die sprechen das aber heute immer noch. Ja, aber während der Renaissance wurde Italienisch gefühlt. Heutzutage geht man Italienisch essen. Ja. Also, du wirst morgen Punkt 9 dem Lehrerkollegium vorgestellt. Wir werden einen Test mit dir durchführen. Wir werden alle deine Möglichkeiten fördern. Es wird dir gefallen. So, Anna Pilzer, was hast du dir denn für heute überlegt? Ja, ich weiß nicht. Ein Gedicht vielleicht? Oder einen berühmten Monolog? Anna. Nein, nein, kein Monolog. Mm-mm. Weißt du was? Mach doch einfach, was dir gerade so durch den Kopf geht. Nicht? Wunderbar. Anna hat gerade ihren Unfall aus sich herausgeschrien. Ja, genau. Pelzer. Ach, du bist die mit dem Unfall. Ja, die bin ich. Ich bin die Sigrid. Ist das schwer? Nö. Das heißt, ich weiß nicht. Also. Ich will es aber wissen. Weiß nicht. Das ist nicht so einfach. Sei vorsichtig. Das ist das erste Mal. Nee. Ja, die Arme ein bisschen mitnehmen. Aha. Gut so. Weiter so. Balance halten. Na ja, ging doch ganz gut. Das erste Mal. Sag mal, wie sieht eigentlich hier die Englischlehrer? Ach, no problem. Okay. Also dann, tschüss. Ciao. Deine Jacke. Ach. Und deine Tasche. Geht's? Sie waren echt toll als Prometheus. Wirklich super. Vielen Dank. Ich habe schon gemerkt, dass es dir gefallen hat. Was machen Sie eigentlich hier? Ich unterrichte hier an der Schule klassischen Tanz. Von irgendwas muss man leben. Aber Sie sind schon ein richtiger Tänzer, oder? Naja, noch kein ganz fertiger. Aber es hat schon total professionell ausgesehen. Ich war auch mal auf einer Ballettschule. Kinderballett.
Mehrere Jahre. Ach, wirklich? Also dann Hände hoch. Was? Heb deine Arme. Porte bra. Jetzt? Na komm schon. So. Ja, warte mal. Arabesque. Aber doch nicht hier vor den ganzen Leuten. Arabesque. Augen nach vorn. So, und jetzt? Komm mit. Wir gehen Sag in die Halle. Sag mal, hat sie etwa ein gewisser Rainer Hellwig zu mir geschickt? Nein, ich hab dich auf dem Trampolin gesehen und jetzt habe ich eine Idee. Hey, jetzt also... Ich möchte, dass du in meiner Gruppe mittanzt. Wie bitte? Das geht nicht. Ich habe einen Unfall gehabt. Na ja, das weiß ich schon. Na also, bitte, geht nicht. So, aber wenn du ehrlich bist, möchtest du es doch, oder? Gib's doch zu. Na los, komm. Zieh mal deine Jacke aus. Also, Arabesque, linkes Bein hoch. Okay, jetzt versuchen wir mal einen Sprung auf die Schulter. Und ja, jetzt heb mal deine Arme bitte wie vorhin in die fünfte Position. So? Gut. Bein über Kreuz. Und den Blick hoch zum ersten Rang. In der Luft bist du schon ganz toll, Anna. Und das bisschen auf dem Boden kriegen wir auch noch hin. Und dann hat's mich voll mit dem Hintern auf das Trampolin geknallt. Die anderen haben vielleicht blöd geguckt, aber ich auch. Und dieser Jakob, der ist vielleicht süß, Mensch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So hat er mich hochgehoben. So, ja? Jetzt haben wir den Salat. Sie ist verliebt. Mein Gott, hochgehoben hat er mich halt. Und er meint sogar, ich könnte unter Umständen, also vielleicht... Was? Trotz alledem, naja, also im Schulballett mit trainieren. Hm. Schon allein wegen der Figur. Genau. Schön. Sagen Rainer und ich ja auch immer, allein wegen der Figur. Und die Beine? Die haben ihm gefallen. Ich komme. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte Sie sprechen. Sie sind doch Annas Mutter, nicht wahr? Ja. Ich bin Lehrer an der Schule, wo Anna jetzt ist. Da müssen Sie Jakob sein. Das ist zerbrechlich. Vorsicht. Da sieht man gleich, dass Sie ein Tänzer sind. Meine Tochter hat mir schon so viel von Ihnen vorgeschwärmt. Siehst du? Das ist meine Nachbarin, Christina Berger. Sie studiert auch noch, wie ich. Ich bin aber keine Tänzerin. Ich studiere Biologie. Iris Xiphium. Oh, die habe ich gerne. Hm? Frau Pelzer, Anna sollte wieder trainieren. Das sind spanische Iris. Ja, ja. Wenn sich Anna wirklich voll reinhängen würde, dann wäre es möglich. Aber das ist es ja gerade. Es geht eben nicht. Die Antrus deltoides. Das ist auch die Meinung von Dr. Fabian. Aber vielleicht stimmt das nicht unbedingt. Diese Strünke hier, die können Sie vielleicht noch für Kränze verwenden. Ja, die wollte ich auch gerade aussortieren. Ja? Das sind übrigens Heidenelken. Ja, die Antrus deltoides. Och, reden Sie doch ruhig weiter. Ich sortiere so lang aus. Ja, danke. Bitte, ich helfe gern. Tina, bitte. Kannst du mal eine Sekunde ruhig sein? Frau Pelzer, Anna will's doch auch. Ich bin nicht dagegen. Na, wunderbar. Dann würden Sie es also erlauben? Ja. Aber Annas Arzt muss mit dem Training einverstanden sein. Klar. Wir werden auch nicht leichtsinnig sein. Das verspreche ich Ihnen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich kann nicht nur einfach rumstehen und nichts tun. Mir scheint, Sie sind ein ganz fabelhaftes Mädchen. Ja, das bin ich auch. Dann stellen Sie mich doch einfach ein. Ich hätte an drei Nachmittagen und samstags Zeit. Ich bin nämlich auch fabelhaft arm. Tina. Also, ich kann tatsächlich jemand brauchen. Ja? Na gut. Abgemacht, Christina. Sagen Sie doch Tina. Haben Sie einen Führerschein, Tina? Ja, ich bin schon mal Taxi gefahren. Was ist denn? Da ist was, war allerdings zu gefährlich für die Fahrgäste. Für die Fahrgäste? Bist du fertig? Sie fragen den Arzt. Ja, bist du schon fertig? Ich mag da nicht mit reingehen. Oh doch, du kommst mit zu Feigling. Ja, 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 Philipp, du kommst mit. Ich muss mir schließlich auch die Wahrheit von Professor Happe anhören.
Er ist doch schon wieder völlig fit. Jetzt warten wir nur ab, was ich. Gehen wir mal wieder rein. Es geht alles schon wieder ganz prima. Und so ein bisschen Training wäre es bald ganz weg. Tja, Frau Pilzer. Das Ganze ist für mich eine sehr schwierige Entscheidung. Eine menschliche und eine orthopädische. Gleichermaßen. Der Orthopäde Happe sagt nein. Der Großvater Happe, der eine Enkeltochter in deinem Alter hat, Anna, sagt ja. Ach, Anna, ich wünschte, meine Enkeltochter wäre so sportbegeistert wie du. Die schlurft nur den ganzen Tag in so unmöglichen, ausgetretenen Turnschuhen durch die Gegend. Ruiniert sich die Füße, hat einen Kopfhörer auf den Ohren und hört diese Musik. Und schädigt sich womöglich noch das Gehör. Die ist 14, die kann noch nicht mal schwimmen. Ach, entschuldigen Sie. Nein, bitte Sie, Herr Professor. Tja, Anna, ich wünschte, ich könnte dir einen besseren Ratschlag geben. Aber Tanz ist die größte Herausforderung, die man einem menschlichen Körper zumuten kann. Das ist Leistungssport hoch drei. Viele Mitglieder des Staatsopernballetts sind meine Patienten, du liebe Güte. Müssen die auf ihre Gelenke, Knochen und Sehnen aufpassen. Du hast die Operation fabelhaft überstanden. Dein Muskelgewebe ist noch schwach, aber immerhin. Ich kann dir noch nicht empfehlen, deine Motorik voll zu belasten. Wenn ich traurig bin, dann brauche ich immer was Süßes. Du bist so schön schlank und ich muss immer aufpassen. Ich werde noch mal ein Myosotis alpestris. Was? Ein Vergissmeinnicht. Du hast's gut. Du darfst lachen. Und du kannst alles machen, was du willst. Hm? Und du bist lustig. Ich bin im Moment ein richtiges Flora Trista. Christus. Ein Trauerblümchen. Komm, lass dich doch nicht so hängen, hm? Schau, ich muss schuften wie im Pferd. Wenn ich nicht arbeite, dann habe ich kein Geld zum Studieren. Alle mögen dich. Na, dich doch auch. Nur du dich selbst nicht. Weil du nämlich keine Geduld hast. Da. Mahlzeit. Entschuldige bitte die Störung, Anna. Ich
wollte dir nur sagen, Mutti hat noch mal mit dem Professor telefoniert. Hat auch mit der Schule gesprochen und, naja, sie könnte es an sich selber, aber ich dachte... Was hat er gesagt? Du darfst wieder am Ballettunterricht teilnehmen. Was macht es denn so spannend? Warum sagst du es mir denn nicht selber? Na, weil sie mir doch immer die guten Nachrichten überlässt. Zufrieden, hä? Oh, warum hat das denn jetzt doch erlaubt? Der Opa im Professor war eben stärker als der Onkel. Das ist toll! Porte bras. Und vor. Und öffnen. Und vor. Und hoch. Contraction. Und porte bras. Und vor. Öffnen und vor und halt. Alles aufstehen. Jetzt échappé, cinquième. Échappé, cinquième. Changement, 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 changement. Échappé, cinquième. Échappé, cinquième. Changement, 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 changement. Vielen Dank, das war's dann für heute. Ich werde doch tanzen. Wusste ich doch. Ballerina-mäßig. Mhm.
Ballerina. Hallo. Ich gehe doch zur Bühne. Sag ich doch. Aber nicht Ballerina-mäßig. Es geht wirklich nicht. Ich werde Schauspielerin. Oh. Vielleicht gibt's ja auch Rollen für Schauspieler mit Hinkebein. Du und Schauspielerin. Du kannst ja noch nicht mal anständigen Witz erzählen. Wieso? Pass auf, was ist zum Beispiel das? Weiß ich nicht. Rainer bergab. Also weißt du, du hast eine Art drauf. Ich hab da echt manchmal ein schlechtes Gewissen. Siehst du? Du kannst ja noch nicht mal einen Witz anhören. Meine Mutter hat eine super Schule für mich gefunden. Wollte ich früher schon immer hin, aber da hat's nie geklappt. Du, pass auf, wer da hinten zuerst beim Baum ist, okay? Gewonnen! Stronzo! Na ja, entschuldige. Was meinst du? Welche Rolle würde zu mir passen? Der Glöckner von Notre Dame. Esmeralda, Wasser! Oh, sehr nett, wirklich. Was meinst du zu Ophelia? War das deine Mutter? Oh Mann, also... Deine Tasche. Ja, ich sehe meine Tasche. Na ja, nimm sie mit. Was meinst du, was ich mache? Ja. Da fällt mir ein, wir haben den Baum noch gar nicht erreicht. Ha? Ich zeig dir gleich mal einen Baum. Ja. Oh, welch ein edler Geist ist hier zerstört. Des Hofmanns Auge, des Gelehrten Zunge. Des Kriegers Arm, des Staates Blum und Hoffnung, der Sitte Spiegel und der Bildung Muster, das Merkziel der Betrachter ganz, ganz hin. Oh. 33. Und ich, der Frauen Elendste und Ärmste. Designer schwöre Honigsog 34. Honigsog. Ich sehe. Die edle, hochgebietende 35, Vernunft, misstönend wie verstimmte Glockenblumen. 36, dies hohe Bild, die Züge blühender Jugend. Oh. Na, wie gefällt euch das? Hm? Die Schule ist natürlich total. Hey!
Die Schule ist natürlich total überfüllt, aber ich habe trotzdem einen Termin gekriegt, am Donnerstag. Beziehungen. Die Tochter von Denkmalspfleger ist nämlich auch da. Wie geht's deinen Beinen, Spatz? Welchem? Manchmal machen die mit mir, was sie wollen. Irgendwie versteht sich das eine mit dem anderen nicht. Mal zittert das linke, mal das rechte. Meine Po-Muskeln verdienen ihren Namen ja überhaupt nicht. Mein Po schon gar nicht. Anna, ich kann's nicht leiden, wenn du so redest. Das hab ich von Rainer. Dies hohe Bild. Die Züge blühender Jugend. Wie geht's ihm denn? Gut. Durch Schwärmerei zerrüttet. Weh mir weh. Eigentlich tut er ja bloß so. Dass ich sah, was ich sah. Und sehe, was ich sehe. Ich sehe, was ich sehe. Es war eine Maxime unseres Stifters, Clifford D. Howard, dass man auch ein Zeugnis zwischen den Zeilen lesen können muss. Ja, das sage ich meinem Mann auch immer. Bitte. Ja. Wissen Sie, Frau Pelzer, bei uns zählt zunächst einmal nur der Mensch. Und diese 5 in Englisch vom Helmholtz-Gymnasium, die werden wir später knacken. Aber erst einmal müssen wir die Heranreifende packen, die sie sich eingehandelt hat. Vielleicht hat dich auch die englische Sprache nicht genügend durchdrungen. Vielleicht hast du sie nicht wirklich erlebt. Ja. Obwohl sie immerhin schon 3-mal in London war. Ja, ja, mein Papa auf den Flohmärkten, Portobello Road. Aber Italienisch spricht Anna fast fließend. Aha. Italienisch. Die Sprache der Renaissance. Die sprechen das aber heute immer noch. Ja, aber während der Renaissance wurde Italienisch gefühlt. Heutzutage geht man Italienisch essen. Ja. Also, du wirst morgen 9 dem Lehrerkollegium vorgestellt. Wir werden einen Test mit dir durchführen. Wir werden alle deine Möglichkeiten fördern. Es wird dir gefallen. So, Anna Pelzer. Gute Nacht. Nacht. Ehrenrunde. Hallo, Prinzessin. Hallo. Ups, oh lala, hast du es aber eilig, zum Rheinland zu kommen. Soll ich mitkommen? Blödsinn, 15. Ja, spinnt doch total. Ich und Tänzerin. 16. Wenn der was von dir will, dann quatscht er so lange auf dich ein, bis du es selber auch willst. Oder doch wissen wirst du, dass es nicht geht. Das ist wirklich hirnrissig, 17. Na das und? Hast du ja auch gemerkt. Lieber ein Hirnriss aus dem Leben keinen Schmiss, ne? Eben, dann geh ich ja auch alleine hin. Hallo. Es geht doch zu Bühne. Sag ich doch. Aber nicht Ballerina-mäßig. Es geht wirklich nicht. Ich werde Schauspielerin. Oh. Vielleicht gibt es ja auch Rollen für Schauspieler mit Hinkebein. Du und Schauspielerin. Du kannst ja noch nicht mal anständigen Witz erzählen. Wieso? Pass auf, was ist zum Beispiel das? Weiß ich nicht. Rainer bergab. Also weißt du, du hast eine Art drauf. Ich hab da echt manchmal ein schlechtes Gewissen. Siehst du?
Du kannst dir noch nicht mal einen Witz anhören. Meine Mutter hat eine super Schule für mich gefunden. Wollte ich früher schon immer hin, aber da hat es nie geklappt. Du, pass auf, wer da hinten zuerst beim Baum ist, okay? Gewonnen! Stronzo! Na ja, entschuldige. Was meinst du? Welche Rolle würde zu mir passen? Der Glöckner von Notre Dame. Esmeralda, Wasser! Oh, sehr nett, wirklich. Was meinst du zu Ophelia? War das deine Mutter? Ach, wirklich? Also dann Hände hoch. Was? Heb deine Arme. Porte bras. Jetzt? Na komm schon. So. Ja, warte mal. Arabesque. Aber doch nicht hier vor den ganzen Leuten. Arabesque. Augen nach vorn. So, und jetzt? Komm mit, wir gehen Sag in die Halle. Sag mal, hat sie etwa ein gewisser Rainer Hellwig zu mir geschickt? Nein, ich hab dich auf dem Trampolin gesehen und jetzt habe ich eine Idee. Hey, jetzt also... Ich möchte, dass du in meiner Gruppe mittanzt. Wie bitte? Das geht nicht, ich habe einen Unfall gehabt. Naja, das weiß ich schon. Na also, bitte, geht nicht. So, aber wenn du ehrlich bist, möchtest du es doch, oder? Gib's doch zu. Na los, komm. Zieh mal deine Jacke aus. Also, Arabesque, linkes Bein hoch. Okay, jetzt versuchen wir mal einen Sprung auf die Schulter. Und ja, jetzt heb mal deine Arme bitte wie vorhin in die fünfte Position. So? Gut. Bein über Kreuz. Und den Blick hoch zum ersten Rang. In der Luft bist du schon ganz toll, Anna. Und das bisschen auf dem Boden kriegen wir auch noch hin. Und dann hat es mich voll mit dem Hintern auf das Trampolin geknallt. Die anderen haben vielleicht blöd geguckt, aber ich auch. Und dieser Jakob, der ist vielleicht süß, Mensch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So hat er mich hochgehoben. So, ja? Jetzt haben wir den Salat. Sie ist verliebt. Mein Gott, hochgehoben hat er mich halt. Und er meint sogar, ich könnte unter Umständen, also vielleicht... Was? Trotz alledem, naja, also im Schulballett mittrainieren. Hm. Schon allein wegen der Figur. Genau. Schön. Sagen Rainer und ich ja auch immer, allein wegen der Figur. Und die Beine? Die haben ihm gefallen. Ich komme. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte Sie sprechen. Sie sind doch Annas Mutter, nicht wahr? Ja. Ich bin Lehrer an der Schule, wo Anna jetzt ist. Da müssen Sie Jakob sein. Das ist zerbrechlich. Vorsicht. Da sieht man gleich, dass Sie ein Tänzer sind. Meine Tochter hat mir schon so viel von Ihnen vorgeschwärmt. Siehst du? Das ist meine Nachbarin, Christina Berger. Sie studiert auch noch, wie ich. Ich bin aber keine Tänzerin. Ich studiere Biologie. Iris Xiphium. Oh, die habe ich gerne. Der Gewebe ist noch schwach, aber immerhin. Ich kann dir noch nicht empfehlen, deine Motorik voll zu belasten. Thank you.
Traurig bin, dann brauche ich immer was Süßes. Du bist so schön schlank und ich muss immer aufpassen. Ich werde noch mal ein Myosotis alpestris. Was? Ein Vergissmeinnicht. Du hast's gut. Du darfst lachen. Und du kannst alles machen, was du willst. Hm? Und du bist lustig. Ich bin im Moment ein richtiges Flora Trista. Christus. Ein Trauerblümchen. Komm, lass dich doch nicht so hängen, hm? Schau, ich muss schuften wie im Pferd. Wenn ich nicht arbeite, dann habe ich kein Geld zum Studieren. Alle mögen dich. Na, dich doch auch. Nur du dich selbst nicht. Weil du nämlich keine Geduld hast. Da. Mahlzeit. Arabesk. Aber doch nicht hier vor den ganzen Leuten. Arabesk. Augen nach vorn. So, und jetzt? Komm mit. Wir gehen in die Halle. Sag mal, hat sie etwa ein gewisser Rainer Helwig zu mir geschickt? Nein, ich habe dich auf dem Trampolin gesehen und jetzt habe ich eine Idee. Hey, jetzt also... Ich möchte, dass du in meiner Gruppe mittanzt. Wie bitte? Das geht nicht. Ich habe einen Unfall gehabt. Na ja, das weiß ich schon. Na also, bitte, geht nicht. So, aber wenn du ehrlich bist, möchtest du es doch, oder? Gib's doch zu. Na los, komm. Zieh mal deine Jacke aus. Gut, danke, Austin. Also, Arabesk, linkes Bein hoch. Okay, jetzt versuchen wir mal einen Sprung auf die Schulter. Und ja, jetzt heb mal deine Arme bitte wie vorhin in die fünfte Position. So? Gut. Bein über Kreuz. Und den Blick hoch zum ersten Rang. In der Luft bist du schon ganz toll, Anna. Und das bisschen auf dem Boden kriegen wir auch noch hin. Dann hat es mich voll mit dem Hintern auf das Trampolin geknallt. Die anderen haben vielleicht blöd geguckt, aber ich auch. Und dieser Jakob, der ist vielleicht süß, Mensch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So hat er mich hochgehoben. So, ja? Jetzt haben wir den Salat. Sie ist verliebt. Mein Gott, hochgehoben hat er mich halt. Und er meint sogar, ich könnte unter Umständen, also vielleicht... Was? Trotz alledem, naja, also im Schulballett mit trainieren. Hm. Schon allein wegen der Figur. Genau. Schön. Sagen Rainer und ich ja auch immer, allein wegen der Figur. Und die Beine? Die haben ihm gefallen. Ich komme. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte Sie sprechen. Sie sind doch Annas Mutter, nicht wahr? Ja. Ich bin Lehrer an der Schule, wo Anna jetzt ist. Da müssen Sie Jakob sein. Das ist zerbrechlich. Vorsicht. Da sieht man gleich, dass Sie ein Tänzer sind. Meine Tochter hat mir schon so viel von Ihnen vorgeschwärmt. Siehst du? Das ist meine Nachbarin, Christina Berger. Sie studiert auch noch, wie ich. Ich bin aber keine Tänzerin. Ich studiere Biologie. Iris Xiphium. Oh, die habe ich gerne. Hm? Frau Pelzer, Anna sollte wieder trainieren. Das sind spanische Iris. Ja, ja. Wenn sich Anna wirklich voll reinhängen würde, dann wäre es möglich. Aber das ist es ja gerade. Es geht eben nicht. Die Antus deltoide. Hey! Mach mit.
traurig? Ja. Wenn ich traurig bin, dann brauche ich immer was Süßes. Du bist so schön schlank und ich muss immer aufpassen. Ich werde noch mal ein Myosotis alpestris. Was? Ein Vergissmeinnicht. Du hast's gut. Du darfst lachen. Und du kannst alles machen, was du willst. Hm? Und du bist lustig. Ich bin im Moment ein richtiges Flora Trista. Tristus. Ein Trauerblümchen. Komm, lass dich doch nicht so hängen, hm? Schau, ich muss schuften wie im Pferd. Wenn ich nicht arbeite, dann habe ich kein Geld zum Studieren. Alle mögen dich. Na, dich doch auch. Nur du dich selbst nicht. Weil du nämlich keine Geduld hast. Da. Mahlzeit. Entschuldige bitte die Störung, Anna. Ich wollte dir nur sagen, Mutti hat noch mal mit dem Professor telefoniert. Hat auch mit der Schule gesprochen und, naja, sie könnte es an sich selber, aber ich dachte, Was hat er gesagt? Du darfst wieder am Ballettunterricht teilnehmen. Was macht es denn so spannend? Warum sagt sie mir denn nicht selber? Weil sie mir doch immer die guten Nachrichten überlässt. Warum hat das denn jetzt doch erlaubt? Der Opa im Professor war eben stärker als der Onkel. Oh, das ist toll! Porte bras. Und vor. Und öffnen. Und vor. Und hoch. Contraction. Und porte bras. Und vor. Und öffnen. Und vor und halt. Alles aufstehen. Jetzt échappé, cinquième. Échappé, cinquième. Changement, 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 changement. Échappé, cinquième. Échappé, cinquième. Changement, 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 changement. Vielen Dank, das war's dann für heute. Und Hände hoch. Was? Heb deine Arme. Porte bras. Jetzt? Na komm schon. So. Ja, warte mal. Arabesque. Aber doch nicht hier vor den ganzen Leuten. Arabesque. Augen nach vorn. So, und jetzt? Komm mit. Wir gehen Sag in die Halle. Sag mal, hat sie etwa ein gewisser Rainer Hellwig zu mir geschickt? Nein, ich habe dich auf dem Trampolin gesehen und jetzt habe ich eine Idee. Hey, jetzt also... Ich möchte, dass du in meiner Gruppe mittanzt. Wie bitte? Das geht nicht. Ich habe einen Unfall gehabt. Na ja, das weiß ich schon. Na also, bitte, geht nicht. So, aber wenn du ehrlich bist, möchtest du es doch, oder? Gib's doch zu. Na los, komm. Zieh mal deine Jacke aus. Also, Arabesque, linkes Bein hoch. Okay, jetzt versuchen wir mal einen Sprung auf die Schulter. Und ja, jetzt heb mal deine Arme bitte wie vorhin in die fünfte Position. So? Gut. Bein über Kreuz. Und den Blick hoch zum ersten Rang. In der Luft bist du schon ganz toll, Anna. Und das bisschen auf dem Boden kriegen wir auch noch hin. Und dann hat es mich voll mit dem Hintern auf das Trampolin geknallt. Die anderen haben vielleicht blöd geguckt, aber ich auch. Und dieser Jakob, der ist vielleicht süß, Mensch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So hat er mich hochgehoben. So, ja? Jetzt haben wir den Salat. Sie ist verliebt. Mein Gott, hochgehoben hat er mich halt.
Und er meint sogar, ich könnte unter Umständen, also vielleicht... Was? Trotz alledem, naja, also im Schulballett mittrainieren. Hm. Schon allein wegen der Figur. Genau. Schön. Sagen Rainer und ich ja auch immer, allein wegen der Figur. Und die Beine? Die haben ihm gefallen. Ich komme. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte Sie sprechen. Sie sind doch Annas Mutter, nicht wahr? Ja. Ich bin Lehrer an der Schule, wo Anna jetzt ist. Da müssen Sie Jakob sein. Das ist zerbrechlich. Vorsicht. Da sieht man gleich, dass Sie ein Tänzer sind. Meine Tochter hat mir schon so viel von Ihnen vorgeschwärmt. Siehst du? Das ist meine Nachbarin, Christina Berger. Sie studiert auch noch, wie ich. Ich bin aber keine Tänzerin. Ich studiere Biologie. Iris Xiphium. Oh, die habe ich gerne. Nein. Slaut dich nicht. Und hell und snagge dich. Alfred, bleib doch da. Ist du noch gar nicht ganz aus? Eben, zu lang ist es auch. Du wolltest doch irgendwas Avantgardistisches. Ich? Nein, du. Ich finde den Hauptdarsteller sehr ausdrucksstark. Ja. Und eine gute Figur hat er. Das kann auch der Hausschlüssel sein. Nein, ich gehe. Da ist halt der komplette Ring in Bayreuth gemietet. Es braucht bloß noch Regen. Das ist denn noch gerade noch Zauberwasser. Wenigstens hast du einen Parkplatz gekriegt. Oh! Was ist denn jetzt schon wieder los? Das auch noch. Jetzt bin ich in den Kaugummi reingedampft. Papa, Anna will jetzt wieder gesund werden, das hat sie mir gesagt. Und sie hat einen Freund dort, der ihr sehr hilft. Wer ist das? Rainer, der Videofritze im Rollstuhl. Ach so, der. Nun, was weiter? Aber wie du zu uns bist, beschlaucht sie sehr. Wie? Was? Naja, deine Zicken, Mutti und mir gegenüber. Und dass da nicht mehr so viel läuft und so und... Na, endlich. Entschuldigung. Wer erzählt denn überhaupt so etwas? Wenn Mutti von dir spricht, ist sie wirklich keine gute Schauspielerin.
Und Anna ist doch auch nicht blöd, oder? Und jetzt? Willst du weiter blöd rumstehen oder mir helfen? Helfen. Aber nur, wenn du jetzt gleich zu Hause anrufst und ganz lieb ins Telefon sagst, Ute, jetzt habe ich dem Philipp endlich eine gewischt. Was kommt heute Abend auf den Tisch? Hat Anna Pelzer dich zu mir geschickt? Selber kann sie doch nicht kommen, Papa. Noch nicht. Ich habe für Anna und für uns Ballettkarten besorgt. Schwanensee. Das ist eine tolle Idee, Ute. Das finde ich auch. Für Rainer auch? Für Rainer auch. Ja, die Anfangskarten natürlich. Ich will doch haben. Nee. Ah, du.